Moin moin und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, in diesem Video, wo ich darauf eingehen werde, was der aktuelle Medaillenspiegel bei den Winterspielen in Südkorea zu tun hat mit dem Erfolg im Network Marketing. Und ich persönlich, vielleicht hast du es auch bereits gemerkt, bin ein Freund des Sports, war selber damals im Leistungssport aktiv im Fußball und vergleiche auch die Dinge bezüglich des Erfolges auch gern im Geschäft bzw. in meinem Bereich, wo ich sehr viel Leidenschaft entwickle im Network Marketing, also mein Hauptgeschäft. Und dort sind immer wieder viele Parallelen, sehr augenscheinlich, die auch, wie gesagt, im Bereich des Sports zutreffen. Und wenn du jetzt so diesen Medaillenspiegel siehst, was fällt dir persönlich auf? Was fällt dir besonders ins Auge? Womöglich sind es die Goldmedaillen, ja, womöglich guckst du als erstes, wer ist überhaupt auf der ersten Position, ja, ist auch typisch bei den Menschen, wir orientieren uns letztendlich immer an Vorbildern, sind natürlich auch neugierig, was der Erfolgreichste überhaupt macht, was er erreicht hat, was er umsetzt, um überhaupt diesen Erfolg zu erlangen. Und dann fällt uns zum Beispiel eines auf, wenn wir gucken, wie viele Medaillen wurden insgesamt letztendlich von der jeweiligen Nation generiert, dann sehen wir, dass zum Beispiel Norwegen mit aktuell 13 Goldmedaillen insgesamt 33 Medaillen gesammelt hat. Was ist jetzt hieran so interessant? Ganz einfach, schaue mal die weiteren Positionen. Wer hat den zweiten Platz? Genau, der die zweitmeisten Medaillen hat. Der dritte Platz, diejenige Nation, die die drittmeisten Medaillen hat. Und der vierte Platz, hier geteilt aktuell zwischen Niederlande und USA. Lustigerweise, beide haben 16 Medaillen insgesamt gesammelt. Und dann mit 14 Medaillen folgt Frankreich. Also siehst, man kann auch hier, ähnlich wie Network Marketing, letztendlich den Schluss raus generieren, wer mehr tut. Ja, auch hier wäre das Glück des Tüchtigen. Der wird auch letztendlich seine Position verbessern im Multilevel-Marketing natürlich, seine Position im Unternehmen, seine Position in der Struktur, somit sein Einkommen. Das heißt, je mehr Kontakte man macht, ob es jetzt offline ist oder online, unabhängig dessen, je mehr Kontakte du machst, umso mehr wirst du auch letztendlich Partner generieren und aus den Partnern, die du gewinnst, wirst du umso mehr Partner oder werden sich umso mehr Partner herauskristallisieren, die Gold Partner für dich werden, also sehr wertvoll werden und auch hier also das Gesetz der Zahl sehr, sehr wichtig. Natürlich nicht jeder Teampartner, den du generierst, wird ein sehr guter Partner werden. Viele werden vielleicht nur eine Bronzemedaille generieren, ja, viele eine Silbermedaille, aber du wirst immer mehr mit dem Fleiß dann auch Partner gewinnen, die sehr tolle Leistung erzielen. Natürlich verbunden damit, wenn du deine Teampartner auch dementsprechend gut ausbildest, ein guter Coach bist, auch das ist im Sport natürlich wichtig, dass man einen Trainer hat, der dementsprechend auch seine Erfahrung weitergibt, idealerweise bereits aus dem Bereich kommt, selber schon eigene Praxiserfahrung gesammelt hat. Nicht umsonst auch beim Sport meistens der Trainer selber viele Jahre vorher aktiv als Sportler gewesen und predigt somit nur das, was letztendlich auch selber schon erfolgreich vorgelebt hat. Ja. Und wir kennen es sicherlich, weil du kennst vielleicht auch, wenn irgendwelche Networker zum Beispiel manchmal behaupten, sie haben mit drei Leuten gesprochen, keiner wollte einsteigen. Das ist natürlich zu wenig, man muss natürlich wesentlich mehr tun. Wenn du allerdings immer wieder Personen kontaktierst, Teampartner letztendlich oder potenzielle Teampartner auf deine Geschäftsmöglichkeit aufmerksam machst, dann wirst du unweigerlich auch neue Teampartner gewinnen, neue Kunden gewinnen und daraus wohlgemerkt werden dann auch ebenso das Gesetz der Zahl sehr gute Partner sich herauskristallisieren. Das war es in diesem kurzen Video zu der Thematik, was der Medaillenspiegel aktuell bei den Winterspielen mit Network Marketing Erfolg zu tun hat. Also auch hier, wie gesagt, ein Paradebeispiel dafür, dass Erfolg im Sport und Erfolg im Geschäft, auch Network Marketing, viele Parallelen haben. Das war es in diesem Video. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Liebe Grüße aus Schwerin, dein Matthias. Ciao, ciao.